Wie müssten wir da runter, glaube ich? Sieht ja mächtig lustig aus. Wo ist denn jetzt die Stelle? Geradezu da unten irgendwo, würde ich sagen. Na Mensch, Überraschung. Ich brauche jetzt wirklich mal Kram von denen. Und zwar am besten Alkohol. Da kommt Mr. Hammer. Ich muss da runter. Ich gehe aber nicht ohne Auto. Niemals nicht. War hier vielleicht noch was Schönes drin? Nee. Sie können es nicht reparieren. Ihr fehlen 9 Schrauben. Irgendwie sagt mir mein Gefühl, das ist eine schlechte Idee, aber... Das Auto hält einfach was aus. Ein Mörderauto. So. Muss natürlich ganz da oben sein. Kann man mir erzählen, was man will, aber wer ist da hochgeklettert, bitteschön, und hat da die Scheiße rangemalt? Ist nämlich jetzt schon wieder mit dem Enterhaken irgendwo abrutschen. Ah ja. Wenn das mal nicht der Maler ist. Und seine beiden Assistenten, keine Ahnung. Ich vermute mal eher, das hier ist der Maler. Ich sehe einen Monolithen, Attila. Beschreiben Sie ihn bitte. Da ist ein Gemälde. Sieht alt aus. Ameisen marschieren auf einen Kreis zu. Und eine Ameise im Kreis hat einen roten Kopf. Nein, nein, Mr. Crane. Das sind keine Ameisen. Sie sollen Gläubige darstellen, die die Sonne anbeten. Wenn Sie das sagen. Hier im Kreis trägt eine spezielle Ritualmaske, vermute ich. Okay, das ist hilfreich. Und jetzt bitte weiter. Das waren alle, Attila. Und jetzt? Ich fürchte, Sie müssen klettern. Gehen Sie zum höchsten Berg, den Sie finden können. Zu einem Ort namens Tempel der Sonne. Och, da waren wir doch schon. Oder nicht? Ist das nicht da, wo die Olle immer ihre Riten abhält? Nee, scheinbar nicht. Erstmal haben wir noch nicht verteilte Fertigkeitspunkte. Rammgestänge. Ermöglicht es ihnen, das Upgrade Rammgestänge einzubauen. Damit ist es einfacher, durch Zombiehorden zu fliegen. UV-Licht während des Fahrens. Tanken haben eigentlich mittlerweile noch keine Probleme.
Offroad-Federung. Nehmen wir erstmal das Rammgestänge. Und das erstmal haben. Ist alles gut. Ich will nicht springen. Sieht so flach aus, das Wasser. Aber auf der Seite kann ich, glaube ich, hüpfen, oder? Auch nicht. Runterklettern. Das ist das Schlimmste. Man sagt zwar immer, wenn man irgendwo... Ja, 1 HP. Genau so muss es sein. Von dem kleinen Berg. Ja, ja. Man sagt zwar immer, wenn man irgendwo hoch... kommt man noch wieder runter, aber es ist, glaube ich, das größte Problem, das alle so haben. Meistens kommt man hoch, aber nicht wieder runter. Töp. Okay, hat doch geklappt. Es war nur 1 Meter tief, das Wasser, aber hey! Wayne interessiert's. So, jetzt montieren wir erstmal an unser Auto das Rammgestänge ran und dann... bin ich doch mal gespannt. Ich höre schon wieder. Halt die Klappe. So. Zubehör? Schädelknuppen. Schädelknüppeltalisman. Geht nur eins? Ernst? Hä? Ja? Steht der schon wieder da? Und um. Mein Auto rutscht. Egal. Nein. Nein. Herr im Himmel. Buggy Upgrades. So, wo ist das jetzt? Wo kann ich das jetzt hier anbringen? Ach, die Ramme ist schon dran, oder was? Das ist die Ramme, oder? Oh Mann, ey. Ohne Scheiß jetzt. Das ist ja lächerlich. War doch gekonnt gedriftet. So. Großartig. Einfach mal umfallen mit dem Ding. Sondern auch gar nicht gestört hat, ne? Tralala. Ja, fahr mich ruhig an mit Tempo 100. Stört mich nicht. Patsch. Ihn hat das schon mehr gestört. Ja, ganz toll. Großartigen Applaus dafür. Dass man da einen Explodierer hinstellt, ohne Sprungschanze ist, aka die einzige Durchfahrt.
Ja. Natürlich. Natürlich. Manchmal frage ich mich auch. So, wo sind wir denn jetzt mittlerweile? Sind wir bald da? Geht ein Weg hoch. Berg. Viel Kletterei. Ich habe sie ja gewarnt. Wirklich? Das können wir doch auch einfach haben, oder? Ja, wir haben mal ganz spontan hochgelatscht am Berg. Ach, dieser Busch. Ich sehe nichts. Ich sehe absolut nichts. Hallo? Kaum kreuzgefährlich. Komme ich irgendwo darüber? Ich trete hier gleich daneben und dann war's das wieder. Hallo? Ich sehe keinen Meter, ne? Wo bin ich? Kuckuck. Hier war bestimmt noch keiner oben, so unwegsam wie das Gelände hier ist und vor allem unübersichtlich. Soll bestimmt so sein. Das sind so die Momente, wo ich mich richtig freue, dass hier so eine Kletterprozeduren integriert werden. Soll man hier ohne Haken hochkommen? Wollt ihr mich verarschen? Mein Gott. Sind die Programmierer auch richtig ausgetobt? Wahrscheinlich gibt es hier irgendwo eine Treppe hoch oder so. Oder ein Massengrab. Je nachdem, wie man das möchte. Oh, da hat doch jemand diese Masken. Die will ich haben. Kann ich nicht aufheben? Natürlich nicht. Wahrscheinlich muss ich erstmal da rumtatschen. Hier ist sie doch. Mann. Du musst erstmal den Stein anfassen. An einem der Monolithen ist ein Gemälde eines blutigen Schwerts. Sonst noch was? Eine Maske vielleicht? Ja, da unten. Sollte ich nach einer Maske suchen? Aber ja, Mr. Crane, das ist absolut wichtig. Attila, ich habe ein Loch gefunden. Und es sind irgendwie Opfergaben drin. Unter anderem auch eine Maske. Ist sie rot? Ist sie rot? Wenn ja, nehmen Sie sie mit. Aber seien Sie vorsichtig. Ja, sie ist rot. Soll ich noch was mitnehmen? Da liegt viel herum. Nein, nein, das sollte reichen. Ich glaube, Sie können jetzt zurückkommen, Mr. Crane. Kann mir mal jemand sagen, wie ich jetzt wieder hier runterkommen soll? Ich meine, ohne zu sterben. Jetzt haben wir erstmal die ganzen gemeinen Pflanzen ein. Weil die kann ich ja nehmen, um Healthpacks herzustellen. Meine Güte, mal aufstoßen müssen. Das machen wir auch gleich mal.
sollte nie aufhören, Schrott zu sammeln. Dann kann man nämlich auch einfach mal Medkits herstellen. 10. 10 sind doch schon mal wieder gut. Hm, Wasser. Wo Wasser ist, ist auch ein See, da kann man noch runterspielen. Boah. Damit hätten wir schon mal immens abgekürzt, aber ich dachte, hier wäre ein Abfluss, aber hier ist wohl keiner, oder? Jedenfalls kein direkter. Wenigstens sind ja keine Zombies. Aber gruselig ist es auch ein bisschen. In Gefahr! Ah ja. Ich muss ja weiter den Überlebenden der Sonne helfen, ne? Nee, den Kindern der Sonne, so rum war's. Aha, Kopf. Dass wir noch absteigen im Rang. Das muss ja nicht sein. Hallo? Junge? Kann ihm leider nicht aufhelfen. Vielleicht muss ich den anderen auch noch erledigen. Der ist weggerannt. Hm. Ich hab dir doch gerade geholfen. Ah. Da hält sich topstumm mit mir, das ist wichtig. So, jetzt kann ich ja wieder zurück zu meinem Auto, ne? Diese malerischen Landschaften sind voll geil. Muss man schon mal dazu sagen. Wo war ich denn geparkt? Ach, um den Berg rum, ne? Können wir gleich nochmal Benzin mitnehmen? Wenn wir schon hier sind, da ist ja gleich eine Tankstelle. Ha! So ein Zufall. Dann finden wir doch hier bestimmt auch noch Krams zum Reparieren. Ich nehme schon mal die Sichel raus. Schrauben, jawohl. Oh, oh. Nein! Oh. Ausgerechnet der eine Schrank muss ein Schloss haben.